Jetzt heißt es wieder neu im Katalog und dementsprechend auch hier neu bei Pearl TV. Hier habe ich unseren aktuellen Katalog, vielleicht haben Sie schon durchgeblättert. Und auf Seite 73 finden wir die Erfüllung eines Traums oder die Beendigung eines Albtraums. Weil hier kommen wir zu einem Produkt, was ich eigentlich nicht für möglich gehalten habe. Und zwar sehen Sie es hier, ein smarter elektrischer Schnarchstopper mit App, da kommen wir gleich dazu, aber ein Schnarchstopper. Ich glaube, dieses Bild, das kommt vielen Frauen bekannt vor. Ja. Ja, und das ist eigentlich der Albtraum. Ja. Wenn der Partner schnarcht, das kann auch die Frau sein, aber überwiegend die Männer. Wenn der Partner schnarcht, kann das wirklich ganz üble Folgen haben. Zwischenmenschlich, aber auch gesundheitlich. In der Tat. Also ich sag mal, nicht nur für den Schnarcher an sich, sondern natürlich auch für das komplette Umfeld ist das Schnarchen und definitiv eine enorme Belastung. Der Schnarcher an sich merkt es im ersten Moment ja gar nicht wirklich. Oder haben Sie jemals mitbekommen, dass Sie schnarchen? Es sei denn, Sie werden von Ihrem eigenen Schnarchen ein Stück weit geweckt. So geht es mir mitunter. Und ich bin ein Mann mit 52. Natürlich schnarche ich mal gelegentlich. Aber auch die Partnerin, die das Ganze quasi ausbaden muss, die mehrmals die Nacht wach wird, ist natürlich dann am nächsten Morgen alles andere als ausgeschlafen und dementsprechend grantig. Gell? Das kennst du. Ja, natürlich. Das ist wirklich, geht Stress dann zu Hause. Ja. Und natürlich, glaube ich, sie sparen heute Geld, weil sie müssen nicht so eine große Wohnung nehmen, dass jeder hat ein einziges Schlafzimmer, ne? Und schläft so getrennt. Also ich finde das wirklich sehr, sehr populär, Probleme zurzeit, also mit diesem Schnarchen. Und ich, ehrlich zu sein, bin wirklich begeistert, was es für ein Produkt haben wir heute. Das war wirklich genial. So, wir werden gleich darauf zu sprechen kommen. Aber ich glaube, der eine oder andere wird vielleicht, der das Problem hat oder in der Partnerschaft dieses Problem mit sich rumträgt, natürlich schon verschiedene Sachen ausprobiert haben. Der Klassiker, der mir persönlich als erstes eingefallen ist, ist der berühmte Tennisball. Dass man sich eben nicht auf den Rücken drehen kann, der irgendwie festgeklebt oder ins T-Shirt eingenäht wird. Es gibt auch Nasenpflaster und so weiter. Also glauben Sie mir, ich habe schon einiges versucht. Hat alles nicht so wirklich funktioniert. Seitenschläferkissen ist auch Quatsch. Irgendwann drehst du dich automatisch wieder auf den Rücken. Bevor wir zu unserem Schnarchstopper kommen, kurz einen kleinen Exkurs quasi in die menschliche Anatomie. Vielleicht wussten Sie es, vielleicht wussten Sie es nicht. Ich sage es Ihnen, der menschliche Körper hat rund 640 Muskeln. Die Größen sind offensichtlich Brustmuskeln, Oberschenkelmuskel, Latissimus und so weiter. Das sind die größten, die wir haben. Übrigens auch Herz und Zunge, das sind auch Muskeln bei Ihnen im Körper. Und sogar jedes einzelne Haar ist mit einem speziellen Muskel verbunden. Ja, und die Muskulatur in unserem Körper macht ungefähr 50% unseres Körpergewichtes aus. Das kann man vielleicht mal als Basis, einfach mal als Randinformation mitnehmen. Aber selbstverständlich befinden sich auch im Kieferbereich, im Halsbereich, im kompletten Kopfbereich viele Muskeln, die entsprechend für unterschiedliche Aufgaben haben. Und was passiert, wenn wir schlafen? Klar, der Körper fährt runter. Der Körper fährt den Blutdruck runter, fährt den Puls runter. Die Muskeln erschlaffen, nicht nur die großen Muskeln, Oberschenkel, Latissimus, Brust oder Bizeps, sondern natürlich auch die Muskulatur in ihrem Mundraum, in ihrem Halsbereich. Und das führt eben dazu, dass durch verschiedene Schwingungen, durch Atemgeräusche, beispielsweise wenn die Zunge ein Stück weit zur Seite klappt, die ja auch ein Muskel ist, dass dann eben diese Schnarchgeräusche entstehen. Mal heftiger, mal weniger heftig, was für den Schnarchen an sich natürlich auch massive Folgen haben kann. Schlafapnoe und so weiter sind damit unter auch die Folge. Sogar Herzinfarkt und Schlaganfälle hat man schon mal was davon gehört. Das sage ich Ihnen als Laie und nicht als Ihr Arzt. Und jetzt haben wir hier ein durchaus probates Mittel, was genau diese Problematik angeht. Denn unterm Strich gesehen, ja, diese Situation, die kennen wir alle. Denn unterm Strich gesehen haben wir jetzt gerade quasi die Diagnose gemacht und jetzt kommen wir quasi zur eigentlichen Behandlung. Das ist unser Schnarchstopper. Und dieses kleine Gerät kann Ihr Leben definitiv verändern. So sieht das Ganze aus. Sie haben hier ein kleines Elektrodenpad, was ganz einfach unter dem Kinn befestigt wird. Und genau dort befestigen Sie dann mit einem ganz einfachen Magnetverschluss diesen kleinen Schnarchstopper. Ich werde Ihnen das gleich auch mal vorführen. Und mittels einer künstlichen Intelligenz, KI, hat also auch im Bereich der Schlafforschung Einzug gehalten, wird jetzt hier eine Art Muskelstimulanz erfolgen. Eine Muskelstimulanz, die Sie in der Intensität selber beeinflussen können. Sie können sagen, okay, das darf gerne etwas stärker sein, es darf auch gerne etwas schwächer sein. Die Intensität bestimmen Sie. Und sobald dieses Gerät und damit einhergehend die künstliche Intelligenz feststellt, dass hier offensichtlich eine Vibration stattfindet, ein Geräusch stattfindet, was wir im Allgemeinen im ganz normalen Sprachgebrauch als Schnarchen bezeichnen, sendet dieses Gerät kleine Impulse an die Muskelgruppen in Ihrem Hals, in Ihrem Rachen, in Ihrem Mundbereich ab. Und diese Impulse sorgen dafür, dass diese Erschlaffung der Muskeln eben so in dieser Form nicht mehr stattfinden kann, beziehungsweise unterbrochen wird.
Und wenn diese Muskeln eben nicht mehr erschlaffen, wenn dieser Zustand unterbrochen wird, dann ist es ganz einfach so, dass Ruhe einkehrt, dass das Schnarchen aufhört. Und dabei spielt es keine Rolle, ob Sie jetzt in Rückenlage liegen, mit dem Kopf leicht zurückgeneigt, wo das Schnarchen natürlich dann doch nochmal etwas verstärkt darüber kommt. Ob Sie sich in der Seitenlage befinden, meine Freundin sagt zu mir, du schnarchst sogar, wenn du auf der Seite liegst, ja, oder in irgendeiner anderen Position. Das Gerät merkt das alles. Sie sehen jetzt hier dazu eingeblendet auch noch ein Smartphone. Es ist übrigens völlig egal, ob Sie das mit einem iPhone machen möchten oder mit einem anderen handelsüblichen Gerät, ein Android-Gerät, ein Samsung, ein Huawei oder ähnliches. Sie bekommen von uns eine kostenlose App mit dazu. Und diese App ist nicht nur dafür verantwortlich, die Intensität beispielsweise des Gerätes einzustellen, so dass es auf Ihre Bedürfnisse ganz einfach passt. Sie werden sich da ein bisschen rantasten in den nächsten 2-3 Nächten, wenn Sie es zu Hause haben. Sie haben aber auch eine gleichzeitige Schlafüberwachung. Das heißt, Sie können ganz genau sehen, haben Sie geschlafen, wie tief haben Sie geschlafen, wie oft haben Sie geschnarcht, wie oft hat dieses Gerät quasi in diesen Schnarchprozess eingegriffen. Und wir haben eben mal geguckt, also in meinem Testlauf habe ich wohl 5-mal geschnarcht, 5-mal hat das Gerät eingegriffen. Das bedeutet eine 100%ige Ausbeute. Ich glaube, meine Partnerin hätte das sehr zu schätzen gewusst. Ich möchte wetten, bei Ihnen zu Hause sieht das nicht anders aus. Wollen wir es mal ausprobieren? Ja, also ja? Ich bin gespannt. Ich habe sowas so, noch nie in meinem Leben gesehen. Das ist das Gerät, das sind die Elektroden. Ich habe jetzt mal beides miteinander verbunden. Und da können wir auch gleich mal in den Feldversuch reingehen. Eben hat es funktioniert. Ich denke, es dürfte jetzt auch der Fall sein. So, mal ohne Spiegel. Und keine Creme, kein Gel, nichts? Gar nichts. Bitte einfach nur die Haut ausreinigen. Ja, und dann wird das ganz einfach hier drunter gepackt. Ich hoffe, ich treffe das. Na, Moment. Bisschen weiter runter, ungefähr hier in diesem Bereich. Ist es was schief? Ja, aber ich denke, Sie sehen mir das nach. So, und jetzt aktiviere ich das Gerät mal. So, Augenblick. So. Und jetzt können wir hier, halte du es mal in die Kamera, dass wir mal schauen können. Jetzt sehen wir das. Jetzt sehen wir das hier quasi, meine ganz normale Atmung, die Frequenz. Sie können übrigens auch hier sehen, ob ich in Rückenlage liege oder in irgendeiner anderen Position. Und jetzt versuchen wir das mal. Ich gehe mal mit dem Kopf etwas zurück und dann schnarche ich mal. So, jetzt bin ich mal entspannt und jetzt auf einmal Kopf zurück. Ich glaube, das kommt vielen. Ich übertreibe. Das kommt aber vielen bekannt vor, glaubst du mir. Ja? Sehen wir es? Ja. So, und was passiert jetzt in dem Moment bei dir? In dem Moment, witzigerweise, merke ich davon eigentlich nur marginal etwas, weil ich de facto, ja genau, da sieht man es schon, da sieht man diese einzelnen Ausschläge. Das heißt, die künstliche Intelligenz in diesem Gerät hat ganz klar diesen Schnarchvorgang erkannt und greift in diesem Moment ein. Das heißt, jetzt werden über kleine Elektroden quasi die Muskeln angesteuert, die dafür verantwortlich sind, dass ich schnarche, in diesem Fall meine Zunge, meine Kiefermuskulatur und dergleichen. Und ich muss zugeben, ich merke davon eigentlich nichts. Jetzt habe ich die Intensität aber auf relativ gering gestellt. Ich mache es nochmal ganz kurz. Man müsste die Ausschläge eigentlich sehen. Ja, Wahnsinn. Oder? Ja. Ich wusste nicht, dass sowas existiert überhaupt. Ich habe jetzt übertrieben, indem ich... Ich bin kein Walross, sage ich. Meine Freundin würde Ihnen was anderes bestätigen. Aber wir haben das gesehen. Und wie gesagt, Sie werden es kaum merken. Das Gerät wiegt insgesamt 12 Gramm. Ich glaube, mit einer Elektrode lass es 13 oder 14 Gramm sein. Ja, ich glaube, eine Scheibe Salami ist schwerer. Sie werden es am Kinn gar nicht... Ich nehme es gar nicht mehr wirklich wahr. Mhm. Ja, wenn ich jetzt hier mich bewege, dann merke ich den Kleber so ein wenig, ja. Aber wirklich wahrnehmen werden Sie das eigentlich nicht. Und es gibt so viele verschiedene Methoden. So ein Nasenpflaster, was mir hier die Nase so ein bisschen eindrückt, finde ich unangenehm. Oder auch mal so eine Schlafmaske, die mitunter für die Sauerstoffzufuhr verantwortlich ist. Ich möchte nicht mit so einer Maske auf dem Gesicht schlafen, wenn ich nicht zwingend muss. Dieses Gerät hier behindert mich in keinster Weise. Sie sehen, ich kann mich ganz normal bewegen. Ich kann mich auf die Seite legen. Ich kann den Kopf zurücknehmen. Das heißt, es bleibt immer genau an dieser Stelle. Und in dem Moment, wo der Schnarchreflex einsetzt, wenn also die Muskeln, einige von den 640 Muskeln in unserem Körper erschlaffen und damit eben durch die Atembewegung, durch die Luftzirkulation quasi in ihrem Mund-Rachenraum das Schnarchen ausgelöst wird, wird dieses Gerät aktiviert und wird genau auf diese Muskelgruppen eingreifen, unbemerkt von Ihnen. Sie werden davon nicht geweckt, also der Schnarchende, die schnarchende Person, egal ob Männlein oder Weiblein, wird davon nicht geweckt, sondern ganz einfach nur die Muskeln werden stimuliert und damit hört das Schnarchen auf. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz mal ein bisschen was an. Wir haben ja jetzt gesehen, dass das Gerät ausgeschlagen ist. Ich unterbreche jetzt mal ganz kurz die Messung und gehen mal in die... Moment, wo war das hier? Hier war das. Jetzt haben wir nämlich hier, Sie haben das eben schon mal ganz kurz gesehen, in dieser Grafik, die wir Ihnen eingeblendet haben, eine perfekte
Schlafüberwachung. Ja? Also hier ist ganz genau drauf, wie viel haben Sie geschlafen, wie tief haben Sie geschlafen, sogar wann Sie geschlafen haben, mit Datum und Uhrzeit. Und im unteren Teil können wir jetzt mal sehen, das finden wir jetzt, Moment, ich muss mal selber gucken, Augenblick. Wo war das? Moment, wo ist das? Wie oft hat das eingegriffen, das Ganze? Moment, wo stand es? Hier haben wir es gesehen, oder? War das hier mit den Grundeinstellungen? Nein, hier war das. So, hier können wir sehen. Ich habe jetzt 8-mal geschnarcht, schauen Sie gerne mit dazu, 8-mal geschnarcht, in dieser kurzen Zeit, ich habe es natürlich klar übertrieben, 8-mal geschnarcht, 8-mal hat das Gerät eingegriffen, hier sehen wir auch die Intensität der Eingriffe, unabhängig von meinen Einstellungsmerkmalen, und 100% hat das Gerät jetzt hier funktioniert. Das heißt, im Normalfall hätte ich jetzt wirklich geschlafen und ganz normal geschnarcht und hätte es nicht einfach nur simuliert, wäre jetzt dieses Schnarchen 8-mal aufgefallen, 8-mal hätte das Gerät eingegriffen und 8-mal wäre dieses Schnarchen unterbunden worden. Ich habe schon oft viel Geld für irgendeinen Blödsinn ausgegeben. Mhm. Ja, muss ich zu meiner Schande gestehen. Manchmal kauft man Sachen, wo man denkt, was sollte das eigentlich, 3 Wochen später. Aber diese knapp 100 Euro, die wir gerade dafür aufrufen, sind meines Erachtens hervorragend investiertes Geld, um vielleicht mal auszuprobieren, ob das für Sie bzw. für Ihren Partner interessant sein könnte und ob es wirklich funktioniert. Also so wie ich das jetzt hier gerade wahrnehme, mal im Selbstversuch, ist das eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich müsste es selber mal ausprobieren, mal eine Nacht oder zwei damit schlafen, um mal zu gucken, meine Partner mal fragen, habe ich den jetzt geschnarcht oder nicht. Aber wenn es auch bei Ihnen so funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle, das ist eine sehr angenehme Angelegenheit, ist das vielleicht wirklich die Erfüllung Ihrer Träume, ja, oder das Beenden eines Albtraums, wie Ralf es gerade eben so schön gesagt hat. Ja, und es gibt ja wirklich operative Behandlungen, die auch nur, was weiß ich, 50% Erfolgschance haben, wo du auch noch selber zahlen musst. Da bist du Hunderte von Euro los und weißt nicht, ob es funktioniert. Und deshalb ganz klar ausprobieren. Und Sie bekommen natürlich auch den Einführungssonderpreis. Sie haben es vielleicht vorhin im Katalog gesehen. Da ist der reguläre Preis 129,99 €. Hier für Sie exklusiv als Pearl TV-Zuschauer 99,90 €. Und wenn Sie jetzt gerade mal wieder den Ellenbogen von Ihrer Frau in die Rippen kriegen, dann ist das ein klares Zeichen, was das heißt. Viele Männer, habe ich mir sagen lassen, wachen auch mit Rückenschmerzen auf. Nicht wegen des Schnarchens, sondern wegen der Dritte der Partnerin, dass er endlich mal aufhört. Also das sind ja schon, also ganz überspitzt. Da habe ich schon die Hand auf der Nase. Aber ganz ernsthaft, das sind schon Beziehungen dran gescheitert am Schnarchen. Ja, natürlich, klar. Oder es werden getrennte Schlafzimmer gesucht und so Scherze. Und ich glaube, das ist für keine Beziehung auf dieser Welt, egal ob Männlein, Weiblein, wie auch immer, wirklich ein Vergnügen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Sie kennen das, wenn Sie schlecht geschlafen haben, egal aus welchem Grund, wachen Sie morgens ganz einfach nicht erholt auf. Und das zieht sich durch den ganzen Tag. Man wird grantig, man ist fahrig, man ist unkonzentriert. Und ich glaube, schon alleine aus Respekt vor der Partnerin und aus Respekt vor der Beziehung sollte man wirklich mal ernsthaft darüber nachdenken, ob das nicht eine gute Lösung wäre. Wenn Sie fertig sind damit übrigens, können Sie das ganz einfach runternehmen. Habe ich irgendwie Kleberreste unterm Kinn? Nein. Ja, so, und jetzt nehmen Sie das Gerät hier und auch das sollten wir ganz kurz besprechen. 15 Stunden Akkulaufzeit und Sie bekommen von uns eine kleine Ladeschale mit dazu. Im Lieferumfang enthalten sind bereits einige dieser Pads. Wir werden Ihnen noch gleich noch im Zubehör weitere dieser Elektroden-Pads quasi zum Aufkleben geben. Ich kann Sie mal zeigen, wie es gemacht wird. Hier sind diese... Na, komm her. Hier sind diese kleinen Magnetelektroden dran. Da sind wir das. Und das ist das eigentlich, genau. Also diese kleinen Pinüpsel hier, da wird das Gerät draufgesetzt und das ist die eigentliche Ladeschale. So sieht das Ganze aus. Funktioniert übrigens auch magnetisch. Zack, ganz einfach hier mit dem entsprechenden Ladekabel verbinden. Ist übrigens alles mit dabei. Also summa summarum muss ich sagen, ich bin beeindruckt. Ich dachte, ja gut, gewisse Stimulation der Muskelgruppen, wir haben alle schon mal was von TENS oder EMS und so weiter gehört, diese Elektrostimulation von Muskelgruppen. Das tut weh, aber das? Das habe ich immer als unangenehm empfunden. Ja, es mag jedem selbst überlassen sein, wie er das empfindet, aber das hier habe ich gar nicht wirklich wahrgenommen. So ein leichtes, wenn ich jetzt wirklich was sagen müsste, ja, würde ich jetzt sagen, so ein leichtes Kribbeln habe ich vielleicht wahrgenommen. Ganz ehrlich, bei meinem Schlaf können Sie mir auch eine Katze auf den Bauch legen oder auf die Stirn setzen. Noch nicht mal die würde ich mitbekommen. Aber das Thema Schnarchen ist wahrscheinlich damit ganz einfach passé. Wie gesagt, einfach unten anbringen auf gewaschene Haut, einschalten das Gerät, 3 Sekunden drücken. Sie können das Ganze mit dem Smartphone verbinden, was übrigens auch ohne Smartphone funktionieren wird. Wenn Sie also Ihr Smartphone in die Küche legen oder ausschalten in der Nacht, ist das auch in Ordnung. Dann haben Sie natürlich keine wirkliche Schlafüberwachung, denn die Bluetooth-Verbindung zum Gerät sollte da sein
um eben hier auch die Einstellungen und so weiter vorzunehmen. Wenn Sie sagen, mein Handy ist in der Nacht aus, macht auch das nichts. Auch das würde hier zu dem gewünschten Erfolg führen, nur dass dann eben in der Nacht keine Einstellungen möglich sind. Aber Sie werden sowieso schlafen, das heißt, die Einstellung machen Sie vorher. Dann machen Sie das Handy von mir aus aus, wenn Sie auf die ganzen Zusatzfunktionen keinen Wert legen und packen das Ding ganz einfach dran. Mein Tipp wäre, probieren Sie es aus. Ja, und ich finde, es ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, ja, an der Partnerschaft etwas zu tun. Es hat was mit Respekt dem Partner, der Partnerin gegenüber zu tun. Und wenn es hilft, glaube ich, haben wir Ihnen damit einen sehr, sehr großen Dienst erwiesen an dieser Stelle. Ich finde es fantastisch, auch zu diesem Preisgefühl. Ja, ich muss ehrlich sagen, also da haben andere schon viel mehr Geld ausgegeben für alle möglichen Tricks, teilweise eben auch medizinische Eingriffe, und das hat alles nicht gewirkt. Und dann ist das natürlich perfekt. Und ich möchte einfach nur an Sie appellieren, probieren Sie es aus. Es gibt natürlich gerade über solche Schnarchstopper schon viele, viele Tests, und die kommen zu einem positiven Ergebnis, zumindest die, die ich gelesen habe. Und dann scheint es in den allermeisten Fällen zu wirken. Und wenn gerade auch Sie Probleme haben mit Ihrer Partnerin aufgrund des Schnarchens, ja, die schon Oropax oder andere Wattestäbchen im Ohr hat, oder wie wir es vorhin gesehen haben, die jede Nacht das Kissen über den Kopf zieht, das ist langfristig keine Basis für ein gutes Miteinander. In der Tat, nein. Und dann ist, also wenn es so einfach geht, das zu optimieren, ist es ja perfekt. Wir haben natürlich auch Kunden, die gelegentlich über Screenshots oder sowas von unseren Sendungen machen für Informationen oder sonst irgendwas. Wenn Sie das eben gesehen haben und abfotografieren, dann zeigen Sie es bitte nicht meinem Chef, denn laut dieser Anzeige habe ich in der Zeit von 13.02 Uhr bis 13.39 Uhr tief und fest geschlafen und dabei achtmal geschnarcht. Ja, so. Also Spaß beiseite, Sie haben also wirklich eine hervorragende Ausbeute. Ich sehe hier, ich habe 0 Stunden, 11 Protokolle, was habe ich hier, Dauer des Schnarchens, sogar die Dauer des Schnarchens wird hier angezeigt. Ich sehe die Intensität, ich sehe die wie oft die Eingriffe passiert, also vom Gerät selber, bitte Eingriff nicht falsch verstehen. Ich weiß also ganz genau, wie oft ich geschnarcht habe, wie oft das Gerät reagieren musste auf mein Schnarchen, in welcher Intensität das passiert ist. Ich habe auf der zweiten Seite eine Grundeinstellung, wo ich natürlich auch die Intensität, wenn es nicht funktioniert, setzen Sie die Intensität mal rauf und tasten sich ganz einfach mal ran. Der Mensch oder jeder Mensch ist unterschiedlich. Vielleicht haben Sie ein anderes Schlafverhalten als ich, sehr wahrscheinlich sogar. Dann können Sie das alles hier entsprechend einstellen und eben hier über diese eigentliche Schlafüberwachung sogar sehen, in welcher Intensität ist das Ganze passiert. Also hochtechnisch, aber einfach zu bedienen. Ja, und vor allem nutzen Sie jetzt unseren Einführungspreis, der exklusiv für Sie gilt, von 99,90 Euro. Die Bestellnummer für diesen Schnarchstopper ist die ZX8721 und die 569. Und Sie sehen hier auf perl.de den Preis, der bald auch gelten wird bei uns, 129,99 Euro. Ich muss sagen, ich glaube, dass viele sogar 200 oder 300 Euro bezahlen würden, wenn Sie wüssten, es hilft, probieren Sie es einfach mal aus. Jetzt hast du von diesen Dioden gesprochen, die Klebedioden, da sind ist eine Grundausrüstung dabei, und die kann man ja mehrfach verwenden, aber irgendwann geht es halt nicht mehr, dann muss man wechseln, und deshalb haben wir jetzt noch 20 Ersatzdioden für Sie mit hier im Angebot. Also das ist so ein Hautkleber, Sie haben es gesehen, ich habe also hier keine Überreste oder sowas am Kinn gehabt, aber irgendwann ist natürlich auch mal dieser Kleber vielleicht mal durch, dass es eben nicht mehr hält. Die Haut ist eben nun mal fettig, auch da können wir genauso wenig dran ändern wie an dem Vorgang des Schnarchens an sich. Deswegen haben Sie 10 Pads schon mal im Lieferumfang enthalten. Weitere 20, glaube ich, sind es, oder ein 20er-Set ist es, bekommen Sie hier von uns. Ich behaupte mal, das wird wahrscheinlich eine Woche oder so ungefähr halten. Mhm. Je nachdem, wie streng Sie da unterwegs sind. Das sind die kleinen Elektroden, wo das Gerät drauf gepitcht wird, eben magnetisch. Und das hier sind die entsprechenden Kleber, die natürlich dann irgendwann mit der Zeit auch abgenutzt sind. Deswegen bestellen Sie das Zubehör am besten gleich einfach mit dazu. Ja, 18,99 Euro. Auch Sie bekommen diese 20er-Ersatzdioden für einen TV-Sonderpreis. Die Bestellnummer hier ist die ZX8731 und die 569. Wenn ich bedenke, wenn das die Lösung ist für die Probleme vieler Deutscher, wahrscheinlich nicht nur deutscher Haushalte, aber das Schnarchen eben zum Riesenfamilienproblem wird und ich so einfach lösen kann, dann sollten Sie es ausprobieren. Nein, ich gehe einen Schritt weiter. Sie müssen es sogar ausprobieren. Ja. Liebe Herren, wenn Sie wissen von Ihrer Partnerin, dass Sie schnarchen, Sie hören das bitte von Diana, holen Sie sich so einen Schnarchstopper. Und das ist wirklich für Sie mit Sicherheit besser als auch für Ihre Partnerin. Also ran ans Telefon, und dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg mit Ihrem neuen Schnarchstopper. Und jetzt legen wir uns wieder hin.